Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem Video auf dem Kanal Bens YouTube TV. In diesem Video werde ich euch erklären, wie ihr den Live Editor und die Cheat Table bzw. die Cheat Engine für EA Sports FC 24 installieren könnt. Bevor es losgeht, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr ein Abo und ein Like für die Unterstützung meines Kanals da lassen würdet, denn ich versuche mir wirklich sehr, sehr viel Mühe zu geben bei den Videos, die ich hochlade. Allein schon die Thumbnails nehmen wirklich viel Zeit in Anspruch, dann auch die Videos, die ich für euch drehe. Darum wäre doch ganz nett, wenn ihr einfach mal kurz das Video pausiert und einen Klick macht auf Abonnieren und einen Klick auf ein Like. Würde mich wirklich sehr freuen. Ansonsten würde ich sagen, legen wir los mit dem Tutorial. Viel Spaß! So, der erste Schritt ist nun, dass wir den FC24 Live Editor in der Version 24.1.0.5 runterladen müssen. Dazu gebt ihr dann einfach in eurem Browser ein FC24 Live Editor Version 1.0.5. Wenn ihr das Ganze nicht findet, kein Problem. Link dazu ist auch nochmal in der Videobeschreibung. Einfach aufklicken, öffnen und downloaden. Wie gerade gesagt, downloaden. Ihr klickt dann hier auf diese ZIP-Datei, klickt drauf und dann seht ihr oben, dass das Ganze gedownloadet wird. Keine Sorge, das Ganze ist für euch kostenlos. So, als nächstes ladet ihr dann die Cheat Engine runter, nicht zu verwechseln mit dem Tool Cheat Table. Zuerst braucht man, wie gesagt, die Cheat Engine. Da gibt ihr dann einfach ein FC24 Cheat Engine. Dann kommt ihr hier auf diese Seite und auch dort klickt ihr dann wieder auf Download. Auch dieser Link zu dieser Seite ist in meiner Videobeschreibung. Auch dazu soll nochmal gesagt werden, dass das Ganze komplett kostenlos ist. So, wir klicken jetzt hier auf Download und dann wird das Ganze rechts oben gedownloadet. So, als nächstes gebt ihr dann in eurem Browser ein FC24 Cheat Table 1.0.2. Dann klickt ihr auf diese Seite, auch da wieder hier unten bei FC24 CTV24.1.0.2 ZIP-Datei klicken und auch dann wird bei euch rechts oben oder wo auch immer der Download angezeigt. Auch da wieder Link in der Videobeschreibung. So, jetzt haben wir die drei Dateien heruntergeladen. Als erstes gehen wir dann auf die Cheat Engine und installieren die uns. So, dann werdet ihr weitergeleitet auf eine Seite, dort klickt ihr auf Weiter. Dann, wenn euch irgendwelche Angebote angezeigt werden, klickt ihr auf Ablehnen und dann wird euch das Ganze installiert. Ich kann euch das Ganze gerade nicht zeigen auf meinem Desktop, aber ja, ist eigentlich ganz einfach. Ich habe es euch ja jetzt auch erklärt und dann habt ihr schon mal die Cheat Engine installiert. So, und dann, wenn das geklappt hat, müsste sich das Ganze dann eigentlich auch bei euch schon öffnen, aber vorerst bitte noch einmal schließen. So, als nächstes installieren wir dann den Live-Editor. Da geht ihr dann auf die Datei, macht einen Rechtsklick, dann geht ihr auf WinRAR und Extract to FC24 LEV24.1.0.5. Dann wird das Ganze extrahiert und dann habt ihr hier unten einen Ordner mit der Datei bzw. mit dem Ordner FC24 LE bla bla bla. Das Ganze macht jetzt auch mit dem Cheat Table, Rechtsklick mit der Maus, dann WinRAR und Extract to FC24 CTV24.1.0.2 und dann habt ihr hier auch einen Ordner dazu. Als nächstes klickt ihr dann auf den Ordner des Live Editors. Das ist das Ganze hier mit dem LE für Live Editor, ganz klar. Geht hier rauf und dann klickt ihr hier auf die Anwendung Launcher. So, dann wenn ihr das Ganze bestätigt habt, was da noch gefragt wird, einfach überall Ja und OK drücken. Dann kommt ihr hier rauf und dann klickt ihr auf
Run Game, das Ganze einmal. Passt bitte auf, dass eure Häkchen genauso sind wie bei mir, nur bei Auto Close Launcher. Beim Rest bitte das Häkchen, wenn es bei euch ist, wegmachen. Ja, und dann wie gesagt, klickt ihr einmal hier auf Run Game. So, da dauert das Ganze ungefähr, ja, ich würde mal sagen, eine Minute so im Durchschnitt, ist immer mal ganz unterschiedlich, kommt auch auf euer Gerät drauf an. Dann kommt ihr hier in EA Sports FC 24 rein, da klickt ihr dann ganz normal X, dann hier könnt ihr überspringen, beliebige Taste, und dann hier bitte abbrechen, denn das Ganze funktioniert nur ohne online, also das Ganze funktioniert nur offline. Genau, dann klickt ihr hier einmal auf OK und dann seid ihr hier im Live-Editor drin, könnt ihr alles auswählen, drum und dran. Wenn ihr noch irgendwas wissen wollt vom Live-Editor, weitere Tutorials zum Live-Editor, dann schreibt es doch gerne in die Kommentare. Wegmachen könnt ihr das ganze Menü hier, indem ihr Hide Live-Editor klickt und dann seid ihr ganz normal wieder im FIFA-Menü drin. So, um jetzt die Cheat Engine bzw. Cheat Table zu starten, müsst ihr jetzt hier im Ordner einmal hier wieder zurück. Bitte FC24 nicht dabei schließen, sonst geht das Ganze nicht. Und unbedingt den Live-Editor, den müsst ihr immer mit offen haben, um die Cheat Table verwenden zu können. Das ist nochmal ganz wichtig. Jetzt geht ihr hier auf Cheat Table, das Ganze heißt natürlich hier dann die Abkürzung CT, Cheat Table, ganz klar. Und dann geht ihr hier auf die Datei bzw. auf die Anwendungsdatei FC24. So, und dann seid ihr tatsächlich drin in der Cheat Table. Und dann habt ihr hier das Ganze. Hier Player Editor könnt ihr hier dann raufklicken. So. Könnt ihr nach den verschiedenen Spielern gucken, Potenzial verändern, Alter, drum und dran. Und als weiteres Fenster öffnet sich dann auch die Cheat Engine. Cheat Engine ist das Ganze rechts hier, wo auch natürlich oben dann Cheat Engine steht. Links oben da ist die Cheat Table, das gehört ja beides so zusammen. Und dann könnt ihr hier, jetzt sind wir hier auf der Cheat Engine, könnt ihr dann hier auch in einer Karriere zum Beispiel hier auf Job Offers gehen. Und dann in der Karriere könnt ihr dann zum Beispiel bei Nationalmannschaft auf das Kreuz klicken und dann gebt ihr zum Beispiel die ID von der jeweiligen Nationalmannschaft ein und dann erhaltet ihr direkt ein Jobangebot von der jeweiligen Nationalmannschaft. Aber darum geht es jetzt nicht im Tutorial, hier ging es jetzt nur um die Installation, wie ihr das Ganze öffnet, das habt ihr jetzt gesehen. Nochmal zusammengefasst, Live-Editor öffnen, Anwendungsdatei, den Launcher öffnen, dann auf Run Game, dann dauert das Ganze kurz, öffnet sich von alleine, dann FC24 und Live Editor offen lassen, dann auf das Tool FC24 und das Cheat Table und dann öffnet sich die Cheat Table und die Cheat Engine. Bei weiteren Fragen gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr wissen wollt, wie man das Ganze dann nochmal genau mit einem Jobangebot macht und so weiter. Ansonsten soll das Ganze gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, würde mich wie gesagt wirklich sehr über ein Abo freuen. Und ja, wie gesagt, wenn ihr was nicht verstanden habt oder noch mehr wissen wollt, einfach in die Kommentare schreiben. Ich beantworte die Kommentare gerne und helfe euch auch gerne weiter. Dann würde ich sagen, ciao, bis zum nächsten Video.